So, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir werden wieder einmal die Totenländer betreten. Jetzt habe ich hier drauf geguckt und da steht hier Portal in den Aschwald. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Entweder ist Aschwald ein Teil der Totenländer oder es geht diesmal einfach nicht in die Totenländer, sondern die Totenländer können die ja erst, wenn sie eingestimmt sind. Es ist ja noch die Einstimmung. Die wird wohl im Aschwald stattfinden. Also gehen wir da jetzt einfach mal hin. Sieht genauso aus wie Totenländer. Ist wahrscheinlich auch die Totenländer, weil das Xynas Heiligtum ist. Und Xynas Heiligtum ist in den Totenländern. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt in ihrem Reich. Das kann durchaus sein. Hallo Geist. Xynas Heiligtum. Gehen wir mal kurz vom Portal weg. Da steht sie und schaut. Wie sieht's denn hier aus? Skorpion. Diesmal können wir da ganz genau angucken. Wir rennen nämlich nicht gleich weg, aber jetzt. Nee, doch nicht. Jetzt. Ein Mutiger. Oh, der ist ja gut hier. Der hat sich gezeigt. Das ist mein Huhn. Jetzt sollen wir wieder mit Xyna sprechen. Jo. Dann machen wir das mal. Ich begrüße euch, Sterblicher. Ich werde alles Erdenkliche tun, um den Zwillingen zu helfen. Wie ich es für Sonnenbrand tat. Doch zuerst müssen sie den Aschwald überleben. Sie müssen den Weg der Obelisken beschreiten. Erzählt mir mehr über diese Prüfungen. Was ist der Pfad der Obelisken? Bevor ich sie lehren kann, ihre Macht zu bändigen, müssen sie sie erst verstehen. Der Pfad der Obelisken wird ihnen helfen, das zu tun. Sie müssen die drei uralten Orakel besuchen und erfahren, welche Wahrheiten jedes von ihnen enthüllt. Was für eine Rolle spiele ich dabei? Beschützt die Zwillinge vor den Gefahren des Waldes. Sie können ihre Kraft nicht sicher entfesseln, bis sie gelernt haben, sie zu lenken. Bei jedem der Obelisken müsst ihr die Wahrheit bezeugen, die sie erfahren. Kommt zu mir, sobald all dies erledigt ist. Danach sehen wir weiter. Okay, also wir sind die Eskorte. Die Macht dieser beiden Ambitionen wächst mit jedem Augenblick. Ihr müsst euch beeilen. Der Weg beginnt im Nordwesten. Sucht nach den Obelisken des Ursprungs, der Befähigung und der Unausweichlichkeit. Der Unausstehlichkeit. Jeder hat eine verborgene Wahrheit. Okay, dann machen wir das einfach mal. Erreicht den Obelisken des Ursprungs. Das steht jetzt gerade rechts oben, könnt ihr nicht lesen, weil da seht ihr mein schönes Gesicht. Wir müssen ja außen rumlaufen. Außen rumlaufen? Das ist entweder hier rum oder da rum, aber wir müssen außen rumlaufen, ansonsten geht's immer quer durch die Lava. Was ein brennender, ist das ein Fuchs oder ein Wolf? Was, hier ist ein Glanban. Flammenhund, es geht weder Fuchs noch Wolf, ist ein Hund. Jo. Links. Oh, hallo Hund. Hundi. Oh, wow. Das sah so rot aus, ich dachte, das ist ein Fuchs. Aber nein. Ich hab Stufe 34 erreicht. Es war ein Hund. Du, hier ist ein Hund. Oh, zwei Hunde. Zwei Flammenhunde. Hier unten steht ein Eisen. Matronarch mitten in der Lava. Der hat damit keine Probleme wahrscheinlich. Ich habe einfach über drin weggeschossen. Ausgewichen. Ausweichen, ausweichen. Jetzt heißt es, trinkt oder stirbt. Benutzt einen Trank der Ausdauer. So, schauen wir mal kurz. Ich glaube, ich habe einen Gürtel bekommen. Eine Taille. Ich habe mir eine Taille bekommen. Aber es ist eine schwere. Die bringt mir nichts. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Was läuft denn da hinten? Was läuft denn da? Kann man das angreifen? Hier ein Ruinach. So. Hallo? Ja, sieht doch lustig aus mit seinen ganzen Armen. Ja, ne? Dann hat er nur 3 Gold. Was greift denn der Bär an? Ein Klanban. Gut gemacht! Jetzt geht's einfach hier unten weiter. Genau, das ist ein Ruinach. Ein Ruinach. Ruhige Nacht. Gold hat der? 3. Oh, ich will nicht mit dir reden. Ich will den Ruinach ausrauben. Er schießt Feuer von oben. Ja. Bei dir sieht es bestimmt noch heißer aus.
Oh, das ist der Hammer. Eisenatronach im Feuer wieder mal. Schieß ihn mal ab, müssen wir aber rauskommen. Lasst uns in Ruhe! Jetzt habe ich auch einen Stufenaufstieg. Juhu! Ey, aber erst 32. Boah, sieht das Feuer toll aus. So, dann mal hier durchzukommen. Bin anscheinend durchgekommen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier müssen wir zum Obelisken. Ach, hier ist der Obelisk. List des Ursprungs aktivieren, okay. Macht euch bereit, Bruder. Während unser Freund ihn aktiviert und als unser Zeuge dient. Da geschieht etwas. Die Kinder schlafen? Wie? Ich konnte den Jungen nicht beruhigen. Ich habe die Zwillinge gefüttert, bis sie satt und müde waren. Eure Majestät, willkommen. Die Kinder sind gesund und stark. Wie befohlen, mein Kaiser, gebar sie Zwillinge. Wie Merunes Dagon es befahl, so ist es geschehen. Unsere Eltern und der Hohepriester? Ich verstehe nicht. Oh, Babys. Es war ein Befehl, Zwillinge zur Welt zu bringen. Mhm. Ohne durchsuchen. Baumwollhandschuh, ja. Dietrich. Dietrich. Oh, Köpfe an der Wand und auch. Tetrafetten. Arme. Es ist doch mal Deko, Wanddeko. Ja, ne? Hat was. Köpfe, die Arme, die halten die Fackel. Der hängt hier so rum. Der hängt wahrscheinlich schon eine Weile. Muss mal hier hoch. Jetzt geht's runter, jetzt geht's wieder hoch. Was haben wir denn da? Dead Rot. Ja. Tetrafetzen aus dem Dead Rot. Das ist das hier drüben? Ein Scump. Passt auf! Oh, da steht gerade einer auf. Siehst du das? Mhm. Ein Eisenatronach ist auferstanden aus der Lava. So, ich möchte auch mein Level beanspruchen. Ja. Weil das da unten nicht die ganze Zeit dasteht. Trifft eine Wahl. Festlich Efeu-Bären-Mischung. Vergesslich, munterer Klippenläufer. Durchschwärzend, dunkel. Der Monde. Ich nehme mal das Feste. Das ist Efeu-Grün, Geiselbeerenrot und Frostschaumgrau. Das nehmen wir mal mit. Beanspruchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da genommen hatte. Na, ich weiß, dass ich mit einem anderen Charakter dieses unterste genommen hatte. Also nämlich das was anderes genommen. Weil ich nämlich glaube, das noch nicht mehr ausgegeben habe. Ich glaube, dass was du jetzt genommen hast, das hatte ich bei dem anderen Charakter dann genommen. Achso. Boah, die Bäume haben es ja übelst bestachelt. Oh, ich bin fast dagegen gelaufen. Das wäre fast ins Auge gegangen. Krass. Dann hätte ich ja noch eine Alterseinschränkung machen müssen, wenn ich mit dem Auge da reinlaufe. Mal eine Xivai, was ist Xivilai? Xivilai. Okay, Xivilai. Da hinten ist der nächste Obelisk. Obelisk der Befähigung. Da müssen wir uns dann wieder eine Vision ansehen. Ich schätze, dies ist der Obelisk der Befähigung. Bist du selber drauf gekommen? Aktiviert ihn bitte, mein Freund. Zeit für das letzte Ritual, mein Kaiser. Fahrt fort, Hohepriester. O Merunes Dagon, Fürst des Ehrgeizes und der Zerstörung, erfüllt diese Säuglinge mit eurer Macht. Lasst sie bis zur erwählten Zeit in ihren Gefäßen reifen und heranwachsen. So wie Dagon soll will. Es geschehen. No. Unsere Eltern wurden Merunes Dagon geopfert? Warum? Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, wenn es die in den Totenländern zerreißen würde, wären die Ambitionen nicht weg. Denn die Macht wäre weiterhin da. Hm. Weil die Macht wächst in denen.
Es würde also gar nichts bringen. Deswegen will, die Babys geweint. Deswegen will der vielleicht ja auch die Ambitionen selber opfern, um die Macht selbst zu erlangen. Ja, das wollte er schon beim Sonnenbrennen. Ja, das wollte er machen, ne? Hab ich mir gar nicht mehr daran gedacht. Warum greifen uns diese Dinger an? Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Nur die war da vorne gesehen. Das muss wehgetan haben. Weil ich jetzt so weit gucken kann, weißt du? Ja, den hab ich auch nie. Was denn das? Der ist gerade durch meine Beine durchgelaufen. Ja, da hinten läuft noch. Was bist du? Ein Aschhüpfer. Oh, eh. Der ist aber groß. Das macht's viel besser. Und hat Brackwasserköder, okay. Gehen wir einfach weiter. Da rollt ihn ja alles auf. Gehen wir hier oben lang oder hier unten lang? Egal, ne? Ich bin jetzt erstmal hier gerade ausgegangen. Jo, du hast die Hunde gesehen. Du hast gedacht, gehst du was hin, ne? Ja, wir können auch unten lang gehen. Oh, hier ist ein Skorpion. Da ist er wieder ganz nah, ganz gemütlich. Er steht neben mir. Hallo, Skorpion. Elendes Ding. Lasst uns in Ruhe. Ich sag Hallo Skorpion, die sagt elendes Ding. Aber sie meint glücklicherweise den Hund. Wo doch nicht so elend ist. Sieht schön aus. Da ist wieder einer in Dead Rot. Und ich hab einen Bullen. Ein schöner Obelisk hier. Der Obelisk hat ja fast was von Dead Space. Hey, wer hat mich jetzt beschossen? Du, als ihr wisst, was das ist. Das stinkende Kreatur. Wir müssen uns einfach hier den Weg weiter lang, okay. Genau. Ja. Wenn wir hier einfach lang sollen, dann gehen wir einfach mal hier lang. Ja, da ist noch einer. Hallo. Mann, die laufen immer alle an mir vorbei, weil die alle auf dich gehen. Und die wollen vielleicht erst den Schwächeren ausschalten. Nee, du greifst ihn einfach nur zuerst an. Passt auf! Was hast du angegriffen? Jetzt greifen sie dich an. Ja, der Ender trotzdem mich angegriffen. Na, weil ich nur hier den Innen angegriffen hatte. Okay. Ist ja gut. Ah, ein hübscher Aschhüpfer. Ach, der ist sonst was. Manu. So ein Aschhüpfer. Ein Erschöpfer. Ein Erschöpfer, ein Erschöpfer. Ein Erschöpfer. Bin nochmal hier. Primora Anruferin. Eine Telefonistin. Wenn ich euch nur beistehen könnte. Und jetzt? Ne, sind wir irgendwo hier. Ne, hier drüben. Drüben. Hier scheint es. Das Portal ging von allein auf. Ich schätze, wir sollten einfach hindurchtreten. Ein Portal ins Unvermeidliche. Okay. Einer nach dem anderen. Das Portal war nicht breit genug, also musste man einzeln gehen. Mal sehen, wo wir da jetzt rauskommen. Stellt das Unausweichliche. Guck mal da hinten. Das Loch. Hm? Ach so, das meinst du. Der Riese. Oh, der bewegt sich ja. Der atmet. Ja, der hat gerade eben noch die Arme so verschränkt. Es ist schon. Das muss der Tag sein, an dem ihr begreift, dass ihr zum Scheitern verurteilt seid. Jetzt gucken wir nach dass oben. Dass ich und die erwachende Flamme siegten. Nein, Destron, sind wir das da oben? Und Merones Dagon? Ist das unsere Zukunft, Kalia? Ist das unausweichlich? Kaiser Vandasia. Achso. Und hier ist ein Hymen drin, die Zwillinge. Ja, das hat er am Diagott gesagt. Fliegen vor Tote. Dann werden wir mit ihm sprechen. Alles wird wohl die Zukunft sein. Wie lange ist das her, als ich euch zermalmte und die Ambitionen für mich selbst beanspruchte? Es muss doch recht niederschmetternd sein, nun zu sehen, dass all eure Bemühungen umsonst waren. Dass mein Sieg unausweichlich ist. Das ist eine komische Frage aus meiner Sicht. Ja. Weil das ist doch jetzt die Zukunft.
Also ich lese es einfach mal vor. Die anderen Visionen haben uns die Vergangenheit der Zwillinge gezeigt. Warum ist diese anders? Wenn wir jetzt in der Zukunft sind, ist das doch aus meiner Sicht klar, dass es anders ist als die Vergangenheit. Ist meistens so. Also so... Ist meistens anders. Meistens anders. Oder wie heißt es so schön? Meistens anders. Visionen. Ihr missversteht die Kräfte, mit denen ihr es zu tun habt. Angesichts eurer Fehler vor eurem Dahinscheiden überrascht mich das nicht. Ihr seid durch das Portal beim Obelisken der Unausweichlichkeit in den Totenländern getreten. Was könnte unausweichlicher sein als die Zukunft? Der Tod. Die Zukunft kannst du ja eigentlich immer mit deinen Taten ändern. Den Tod nicht? Der kommt, wann er will. Den Tod kannst du nicht ändern, nur die Art und Weise. Ja. Aber die Zukunft ist ja nicht festgeschrieben. Es gibt viele Wege und jede Entscheidung öffnet einen anderen Weg. Ja, stimmt. Ich meine, sie kommt so oder so, stimmt. In der Hinsicht ist es schon unausweichlich, weil die Zukunft kommt immer. Ja, die Zukunft kommt auf jeden Fall. Aber die kann man immer beeinflussen. Ihr wollt mir sagen, ihr hättet gewonnen, dass ihr nun auf dem Rubinthron sitzt? Schaut euch um und seht selbst. Der Umstand, dass ihr vor mir steht, beweist, dass ihr mich nicht aufgehalten habt. Ihr habt die Ambitionen nicht gerettet. Ihr habt niemanden gerettet. Ich habe euch vernichtet. Nun gehört diese Ebene meinem Herrn und Meister, Merunes Dagon. Das ist wahrscheinlich der Große. Mhm. Sag mal hier, das ist eine Lüge. Wenn ich euch finde, werde ich euch vernichten. Nichts ist unausweichlich, ihr habt noch nicht gewonnen. Dann kann ich euch ebenso gut jetzt töten. Das erste klingt doof. Das jetzt töten klingt auch doof. Ich würde es in der Mitte nehmen. Ja, das klingt am besten, ne? Nichts ist unausweichlich. Ihr habt noch nicht gewonnen. Seht euch an, wer hinter mir steht. Seht euch den Thron an, auf dem ich sitze. Merunes Dagon mag der Herr von ganz Nirn sein. Doch er hat mir Tamriel als Belohnung gegeben. Von Hochfels bis Morrowind beugt sich jeder meinem Willen. Es gibt in Tamriel keine Macht, die meiner ebenbürtig wäre. Okay, leb wohl. Hast du schon mal gegen Drachen in Hellsweiher gekämpft? Die sind auch nicht ohne. Okay, leb wohl. Söldner, Zeit zu gehen. Durch das Portal, rasch. Entkommt dem Unausweichlichen durch das Portal. Achso, der hat uns jetzt geholt, das ist ein Wunder. Portal in den Aschwald. Zurück. Vandasia. Oh, jetzt mit allen reden. Er hat uns vorgeführt wie Trophäen. Unsere Zukunft. Es ist hoffnungslos. Beruhigt euch. Was ihr gesehen habt, war nur eine mögliche Unausweichlichkeit. Nichts ist in Stein gemeißelt. Mit wem sprechen wir zuerst? Da sagt das, ne? Wir sprechen jetzt mit dem, der jetzt plötzlich auch Depri geworden ist. Destron. Destron. Da war er vorher immer so fröhlich. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Geschichte so enden würde. Ich hätte wirklich gedacht, wir würden siegen. Auch wenn es anders erscheinen mag, ist diese Sache noch nicht vorbei, Destron. Ist sie nicht? Ihr habt den Fürsten der Zerstörung gesehen. Wie können wir darauf hoffen, solch ein Geschöpf zu besiegen? Oder sein Hohepriester? Pfeil im Bogen. Vielleicht ist es besser, wenn wir zulassen, dass unsere Macht uns verschlingt. Wenigstens kann uns Vandasia dann nicht ausnutzen. Na, ob das wirklich so einfach ist oder ob er die Macht dann trotzdem bekommt, ist nicht ganz klar. Sich selbst zu vernichten ist nicht die Lösung. Ihr müsst lernen, eure Kraft zu bändigen und ich stehe euch bei. Nun klingt ihr wie Kalia und Sombrin. Ihr habt allerdings recht. Wir verfügen über Macht, die alles übersteigt, was Vandasia hat. Deshalb will er uns. Sobald Xyna uns gelehrt hat, sie zu beherrschen, werden wir unaufhaltsam sein. In Ordnung. Wir sind dabei. Bringen wir es hinter uns. Nun, auf geht's. So, jetzt sprechen wir mit Kalia.
Vandasia wird gewinnen. Das haben wir selbst gesehen. Er hat uns die Kraft entzogen. Als ob man Wein aus einem Kelch trinkt. Das war nur eine Vision, Kalia. Wir sind noch nicht besiegt worden. Aber ihr habt gesehen, wie Vandasia wirkte. Stark, mächtig. Und Merunes Dagon blickte auf uns herab. Wie können wir dagegen bestehen? Schau mir in die Augen. Ich bin auch stark. Und mächtig. Ich bin nämlich ein Ork. Gut aussehen dazu. Ihr lernt eure Kraft zu bändigen. Und wir stellen uns ihnen gemeinsam. Ich weiß nicht. Kann es denn so einfach sein? War das der Sinn dieser Vision? Uns zu zeigen, wie wir erschaffen wurden und welche dunkle Zukunft womöglich vor uns liegt? Nun gut, ich verstehe. Nur weil die Nacht lang ist, heißt das nicht, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Das ist eine schöne Weisheit. Das ist ein schöner Satz. Das stimmt. Also nochmal zur Wiederholung. Nur weil die Nacht lang ist, heißt das nicht, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch den Sombren. Der Obelisk der Unausweichlichkeit offenbart nur eine mögliche Zukunft. Zugegebenermaßen ist sie der wahrscheinlichste Ausgang, aber nicht der einzige. Da wir nun wissen, worauf es hinausläuft, können wir daran arbeiten, das zu ändern. Ich habe bei mir im Hintergrund Flügel. Also, wenn ihr da genauer hinseht, ein kleines Stück links vom Text, schaut ein Flügel hervor. Der gehört wahrscheinlich zu irgendjemandem. Okay, weiter im Text. Dann wird Vandasia also gewinnen. Merunes Dagon wird unsere Welt für sich beanspruchen. Gerade eben habe ich den anderen beiden noch Mut zugesprochen. Jetzt sagt der irgendwas und jetzt werden wir mutlos oder wie? Wir haben es mit Kräften zu tun, die unser Verständnis übersteigen. Es war immer klar, dass es eine schwierige Reise werden würde. Doch der Obelisk der Unausweichlichkeit hat uns nur gezeigt, was geschehen wird, wenn die Ereignisse der derzeitigen Bahn folgen. Diese Zukunft ist nicht eingetreten. Noch nicht. Was tun wir also? Die Zwickmühle, in die man bei jedem Besuch bei einem Orakel gerät. Will man wissen, was kommt, oder bleibt man lieber in gnädiger Unwissenheit? Ich glaube, unsere Entscheidungen machen einen Unterschied. Ich will mich Merunes Dagon widersetzen. Keine Vision wird mich von dieser Entscheidung abbringen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Na klar. So, was ist denn das eigentlich da hinten? Ein Aschtitan. Wollen wir uns den mal genauer angucken? Den gucken wir uns jetzt an. Den gucken wir uns jetzt noch an. Was bist du? Groß bist du mit 120.000 Leben. Den schaffen wir, oder? Attacke! Das sieht schön aus. Genieße den Anblick, er ist gleich weg. Dann lässt er nichts fallen. Bei mir schon. Geiziger Hund, bei mir nicht. Weiter. Das kannst du behalten. Was soll man eigentlich machen? Betrete Xynas Heiligtum. Also wir haben jetzt den Aschtitan besiegt. Und ihr wart dabei. Und Xynas Heiligtum werden wir uns dann das nächste Mal ansehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich... Da hoch. Da müssen wir dann... Dort vor, dorthin, dort müssen wir lang. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und denkt immer daran, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst gern ein Abo da. Damit ihr auch wisst, wenn ein neues Video kommt. Und bis dahin, mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.